USMC Sergeant Paul Jackson. Nach zigen Kämpfen begannen die US-Marines ihren Vorstoß in Staaten, in der sich Al-Assad zum letzten Gefecht rüstet. Die Kämpfe in der Hauptstadt werden verbitterter. Flugabwehrgeschosse und brennende Gebäude erhellen die Nacht. Ort bestätigt. Wiederhole Plan Quadrat 527619er. Over. Bravo 6, verstanden. Over. Bravo 6, da ist ein Abrams direkt vor uns im Wasser. Rufzeichen Warpick. Lieutenant Vasquez, Ihre Einheit geht vor. Over. Verstanden. Bravo ist unterwegs. Warpick soll dich bereithalten. Sind unterwegs. Ende. Steckt einen halben Kilometer südlich von hier fest. Los jetzt! Jawohl, der Sumpf, Tag 3, Sergeant Paul Jackson, erstes Aufklärungskommando US Marine Corps. Ja, wir sind mal wieder hier direkt bei Sergeant Paul Jackson, müssen hier durch einige Gegnertruppen hindurch. Mann, das ist ja echt übel hier. Wow! Mann, hier geht's echt richtig zur Sache. Und ich sehe keine Gegner mehr. Die verstecken sich alle. Ach, wir sollen da hinein wahrscheinlich. Auf Nachtsicht umschalten. Na, gerne doch. Und dann stürmen wir mal das Gebäude. So, erster besiegt. Aber da kommen ja immer mehr. Na super. Ach, da oben ist noch einer. Den machen wir jetzt noch schnell. Jackson, mit Roycewitz die Treppe hoch. Wir sichern den Eingang. Los. Okay, Roycewitz, dann mach mal. Hey, lass ihn in Ruhe, Mann. Dreckiger Terrorist. Ach du Scheiße, jetzt hat da einer mit einem Raketenwerfer auf uns geschossen. Ich glaube, der hängt nicht mehr. Oder ich glaube, dem geht's nicht mehr ganz gut. So, der ist auch besiegt. Wunderbar. Das Haus zu sichern läuft ja eigentlich noch recht gut. Ach, jetzt kommen sie von hinten wieder. Mann, oh Mann. Was für ein Maschinengewehr, bitte? Ach, da ist ein Maschinengewehr. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Yeah, geile Action. Achtung, weitere feindliche Truppen nähern sich dem Panzer. Sofort dorthin. Verstanden, wir arbeiten dran. Over. Wohin? Na, ich laufe jetzt einfach mal den beiden hier nach. Dürfte schon richtig sein. Und wow, 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 ganz ruhig. Hier ist mal wieder ein Helikopter. Ein Laptop meine ich, nicht ein Helikopter. So, können wir Nachtsicht wieder ausschalten? Nein, können wir nicht. Das ist nämlich viel zu dunkel. Und hier geht's leider nicht weiter. Verdammt. Ach, da geht's lang. Na, wunderbar. Mal wieder die Treppen runter, da wo wir ja vorhin schon hergekommen sind. Und dann einfach mal hier rein. Okay. Hier geht auch weiter die Action ab. Ja, hier können wir Nachtsicht wieder ausschalten. So, jetzt können wir auch wieder gescheit was sehen. Das ist ja wunderbar. Mann, 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 ist das anstrengend mit denen. Ich will hier gar nicht aus dem Fenster gucken. Da oben war jemand und hier ist auch noch einer. Na, wunderbar. So, und da und hier und dort. Mann, die verkriechen sich alle hinter den Autos. Können die sich nicht einfach frei hinstellen, damit sie gleich sterben? Das wäre doch umso leichter für uns alle. Oder etwa nicht. So, wieder nachladen und gleich weiter draufballern. Ja komm, zeigt euch jetzt mal. Wow, wow. Wo kam denn der schon wieder her? Da schießt, glaube ich, einer vom Dach auf mich. Ich würde sagen, ich
glaube, dass da unendlich viele kommen. Deswegen stürme ich da jetzt einfach mal ein bisschen weiter vor. Ansonsten endet das hier ja nie. So, der ist auch besiegt. Da drin ist ja noch jemand. So, hier auch. Mann, ist das schlimm. Okay, da ist auch noch jemand. Ach Mann, oh Mann. Mann, wer schießt mich denn ab? Du Wichser. Mann, wo denn jetzt schon wieder? Ach, auf der Brücke da oben sind die. Die Aufklärung hat feindliche Panzer in diese Richtung fahren sehen. Private West, rauf aufs Dach und diese Deming gegen sie einsetzen. Na super. Granate abbekommen und wir sind mal wieder tot. Wer hätte es gedacht? Und diese Deming gegen sie einsetzen. Jackson, den Panzer mit dieser Deming ausschalten. Jackson und ja, Mann, schon wieder tot. Was soll denn das? Wir müssen an irgendeine Javelin. So, jetzt ist die Granate explodiert. Wir gehen zur Javelin, die hier ein paar Meter zurück sein soll. Da ist sie auch schon. Wo denn? Da ist schon mal ein Panzer. Und viel Spaß. So, jetzt seht ihr mal die Javelin. Die kommt jetzt bald hier wieder runter und direkt auf den Panzer. Yeah! So, dem Panzer geht's gleich genauso. Und jetzt müssen wir uns den neuen Javelin holen. Ach nee, wir haben noch einen Schuss übrig. Sonst noch irgendeiner hier? Ja, da ist noch einer. So, dann noch auf diesen Panzer hier. Verdammt. Jetzt habe ich das Ziel nicht mehr im Blick. Das heißt, ich kann auch nicht auf den Panzer schießen. So. Ja, wir kommen ja gleich, Mann. Ach, verdammt. Du Wichser da oben. So, das war der letzte, aber wo geht's jetzt lang? Dadurch oder was? Ach ja, da sind schon alle durchgelaufen. Na, wunderbar. Sergeant Griggs, das war doch der mit der CD. Der im letzten Part noch das Lied gewechselt hat. Weil er ja so ein toller Rapper ist. Der Panzer ist auf der anderen Seite der Überführung. Los jetzt, zurück zum Trupp! Ja, ja, wir machen ja schon. Was geht denn da? Raketenwerfer ohne Ende anscheinend. Das heißt, die Leute dort müssen wir mal wieder ausschalten. Aber das schaffen wir schon. Denn wir sind ja Sergeant Paul Jackson. Alpha 6, wie ist der Status? Over. Wir sind auf einmal auf Singlefahr. Es ist nur noch wir vier übrig, aber der Panzer ist noch heil. Ja, wunderbar. Ein Panzer und neue Freunde, das ist ja perfekt. Randbereich halten. Nein, 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 nein. Nicht schon wieder eine Granate. So, was müssen wir denn jetzt genau hier machen? Ich schätze mal einfach den Panzer beschützen, bis irgendeine Verstärkung ankommt. Ich glaube, es war Luftunterstützung oder so. Ich habe jetzt nicht genau zugehört, da ich hier ein bisschen in Action bin. So, der ist auch besiegt. Wunderbar. Und wir haben keine Munition mehr. Das ist schlecht. So, du gibst mir mal deine Waffe. Okay, den Raketenwerfer wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber okay. Ach Mann, wer schießt mich denn da schon wieder ab? So, da hinten und wo noch? Wow. Nein, der Panzer wurde überlaufen und zerstört. Na super, das lief ja mal wieder toll. Aber wir haben noch unser Maschinengewehr. Ich komme mit Spray
Okay, die sollen also nicht zu nah an dem Panzer und ich glaube, von der anderen Seite kommen auch noch ein paar. Ja, hier sind sie auch schon. Das heißt, die erledigen wir natürlich auch noch. Nicht, dass unser Panzer wieder zerstört wird. Mann, so langsam nervt's wirklich. Schon wieder von der Granate erwischt. Das kann doch nicht wahr sein. Mann, so schwer kann das doch jetzt wirklich nicht sein, oder? So, jetzt gehe ich mal wieder zum Panzer hin und schau auf die andere Seite rüber. Oh oh, keine andere Waffe mehr. So, den musste ich jetzt mal schnell so erledigen, auch wenn ich ihn nicht erwischt habe, sondern ein Freund von uns. Auch nicht schon wieder eine Granate. So langsam nerven die Granaten. So, der ist besiegt. Da drüben ist auch noch einer. Das sind eher Massen von Gegnern, auch nicht nur einer. Mann, 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 Mann. Oh, sorry, Mann. Mehr Feinde sammeln sich westlich von der Position. Over. 2 Charlie Bravo 6. Erbitte Luftunterstützung für Feuermission. Over. Negativ, Bravo 6. Südlich von Ihrer Position befindet sich eine feindliche ZPU. Bevor Sie die nicht erledigen, können wir keine weiteren Hubschrauber schicken. Jackson, finde diese ZPU und schalte sie aus, damit wir Luftunterstützung bekommen. Lopez, Teams, geht in Deckung. Alles klar, dann los. Sichert den westlichen Zugang. Bewegung. Okay, los, los geht's. Lieber Trupp, mit wer auch immer mit mir loszieht, wir müssen nun eine feindliche ZPU zerstören. Das ist so ein Flugabwehrgeschütz. Denn wenn das nicht zerstört wird, können wir auch keine Luftunterstützung erfordern. Und ja, das ist natürlich sehr, sehr schlecht. Ach, verdammter Terrorist. Sterbt doch endlich mal. Oh, nicht schon wieder Granaten. Mit denen mache ich ja echt schlechte Erfahrungen in diesem Part. So. Ja, die sind besiegt. Das ist ja wunderbar. Und du auch noch. Und wir haben wieder Munition für unsere... Moment. M4A1 Grenadier. Mit der wir auch natürlich wegen dem Namen Grenadier mit dem Granatwerfer schießen können. Der ist auch ein sehr schönes Ding. Bam. Sterb doch. Ach, der ist schon tot. Der ist nur noch ein bisschen gekrochen. Gut, der ist anscheinend schon besiegt. Ja, ja, ich mache ja schon. Sicherheitsabstand. Och, nee, och, nee. Schon wieder direkt in eine Granate rein. Ich weiß nicht, was heute los ist. Okay, Granate explodiert, wir gehen raus und bam! Jackson, Luftunterstützung unterwegs, aber ich brauche die genaue Position. Platziere ein IR-Signal und ziehe die Aufmerksamkeit auf dich. Over. Och nee, doch nicht die Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Das ist jetzt aber nicht sehr schön. So, da vorne soll ich das IR-Signal platzieren. So, dann kommt mal. Yeah, ein Hubschrauber, der uns auf jeden Fall sehr geholfen hat. Dankeschön, Mann.
Geht's dir gut, Mann? Sogar gleich zwei Hubschrauber. Danke, Mann. Kommando, Landezone gesichert. Bringt die Techniker rein, damit wir den Panzer wegkriegen. Verstanden. Sie sind auf dem Weg. Gute Arbeit. Over. Der Panzer läuft von hier. Los! So, dann repariert mal den Panzer. Rauszubringen. Wir nehmen Verteidigungsposition um diesen Sumpf hier ein. Hier und hier. Verschaffen wir den Technikern etwas Zeit, um ihn flott zu machen. Hurra! Yeah!